Weil jetzt habe ich keinen Kobbel mehr, den ich verbauen kann. Mache ich das hier mal kurz weg. Und auch mein Trunkenholz geht alle. Aber wir wären heute auf jeden Fall noch mit dem hinteren Teil des Schiffes fertig. So. Sehr schön. Das gefällt mir so. Und der Rest wird nach oben gezogen. Aber da brauche ich erstmal ein bisschen Tropenholz. Das heißt, ich werde mir Tropenholz kurz mal besorgen. Mal kurz hier das Loch treffen, Loch treffen, Loch treffen. So. Mal schauen, ob hier nochmal ein paar Setzlinge gefallen sind. Oh, der Tropenholzbaum ist ja schon fast weg. Nur noch ein Blatt hier, was ich mal kurz zerstören werde. Hui. So, dann kann ich nämlich hier den nächsten Baum direkt anpflanzen. Setzlinge haben wir ja noch. Setzlinge, ja, das sowieso, aber Knochenmehl meinte ich eigentlich. Ist leider nur ein kleiner Baum, aber für unsere ersten Zwecke erstmal ausreichend. Leider trotz. Ich hätte mir trotzdem einen größeren Baum gewünscht. Wir wollen ja gleich mit der Spitze des Schiffes weitermachen. So, da oben ist auch noch ein bisschen Holz liegen geblieben. Und ich will hier mal den Müll hier wegwerfen, der mich hier schon die ganze Zeit plagt. So, 55 Tropenholz, ja gut. Damit kann man trotzdem schon mal was anfangen. So, sind hier Creeper mit dabei? Nee, nur Skelette, die ich mal kurz anschießen werde. Ey, von der Feueranimation kriegt der, aber mir auch nicht. Ja gut, gehen wir mal schnell hier runter. Hier links und rechts mal kurz schauen, ob hier noch irgendwelche ungebetenen Gäste sind. Aber bis da habe ich jetzt keiner gesehen. Ah, ich muss noch eins hier noch um. Dann mache ich mal kurz das hier drinnen weg. Hier ein bisschen mehr Kobbel habe. Knochen verarbeite ich direkt zum Knochenmehl. Ja, und dann wollt ihr beide auf jeden Fall noch sterben. Das habe ich auf jeden Fall gehört. Hat mir die Post zugeflüstert. Ja, also um genau zu sein, ich habe einen Brief bekommen. Ja, die Skelette im Schiffbau, da wollen auf jeden Fall sterben. Und naja, dann dachte ich mir so, ja, nichts leichter als das. So, jetzt wird das hier hochgezogen. Ich hoffe mal, man kann das machen, dass es plötzlich andersrum ist. Nur ich finde, dass es dann irgendwie auch scheiße aussieht, wenn auch die komplette hintere Fläche so nach hinten hinausragt. Oh, es ist dunkel. Wir legen uns mal kurz hier mal schlafen. Die Seite, wir legen uns schlafen. Es sind Monster in der Nähe. Legen wir uns mal auf der anderen Seite schlafen. Das Schiff ist eigentlich groß genug. Passt. Eventuell werde ich hier und da vielleicht doch nochmal was umbauen. Weil ich bin, um ehrlich zu sein, trotzdem nicht zufrieden mit der Anordnung der Stämme. Also, dass die wirklich so waagerecht liegen, so wirklich so quer hier so liegen und nicht senkrecht. Eventuell mache ich hier und da nochmal ein paar Änderungen. Ich werde mir dazu einfach mal mein Schiff angucken, was ich damals in Minecraft Online gebaut habe. Und werde mal schauen, wie ich es da gemacht habe. Weil ich war mit dem letzten Stand des Schiffes da sehr, sehr zufrieden. So, irgendwas ist hier noch faul. Und zwar hier. Was ist hier nicht richtig? Ah, okay. Hier soll es nämlich auch nach oben gehen. Gut zu wissen. Hallo? Was machst du hier? An sich ist das jetzt hier fertig. Ach, du greifst mich hier so an. Ja, tut mir leid, dann musst du sterben gehen. Dann mache ich den Kobbel schnell weg und dann schauen wir uns mal das Endresultat an. Zum nächsten Part habe ich dann auch mal nachgeschaut. Und dann entweder geht es dann weiter mit der Spitze. Bin mit dem Schiff nicht ganz so zufrieden. Ich glaube, wir müssen noch mal einiges so ein bisschen grundlegend ändern. Was auch noch mal ein bisschen Zeit beanspruchen wird. Und zwar wirklich die Anordnung hier.
Hier drinnen geht's eigentlich. Da ist es nicht ganz so schlimm. Aber ich werde das, also ich bin jetzt relativ sicher, dass ich das nochmal hier umbauen werde. Bedeutet, ich werde fast jeden Block des Schiffes nochmal abbauen müssen. Aber ich mache das dann nach und nach. Zwar ein bisschen nervige Arbeit, aber das ist Minecraft, so wie ich es liebe. Und wenn etwas einem nicht gefällt, dann muss es nochmal weg. Ich gehe nochmal kurz in meinen Jetpack hinein. Werde nochmal so mal schauen. Ja, das muss wirklich komplett anders gemacht werden. Ich kann mich jetzt auch relativ gut erinnern, dass ich das auch damals anders gemacht habe. Schade drum. Schade, schade, schade. Dass ich das hier nochmal umändern muss. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich werde noch kurz zum Zuckerrohr schauen. Ich habe hier ein bisschen was angepflanzt. Einerseits hier. Hier ist aber noch nichts gewachsen. Na toll. Das heißt, die Donuts müssen bestimmt noch warten. Einfach mal hier AFK hinstellen. Ja, eine Idee, die ich so in Erwägung ziehe. Nur das Problem ist halt einfach, dass ich das hier auf den Server drauf habe. Bedeutet, einerseits muss Minecraft laufen und dann der Server auch noch. Das frisst doch schon einige Ressourcen am PC. Ich kann zwar immer noch einiges machen. Ich kann selber dann noch mit einem anderen Minecraft dann hier zocken. Aber dennoch, das kostet dann hier und da doch nochmal ein paar Ressourcen. Was nicht sein muss. So, Leute, dann werde ich, denke ich mal, jetzt hier so ein bisschen was erneuern. Und zwar, wie mache ich das? Erstmal natürlich drücken wir jetzt hier rein. Und runterbauen. Bis zu dieser Ebene. Und jetzt alles abreißen. Immer so noch ein bisschen schneller. Das wird auch nicht lange dauern. Das wird überhaupt nicht lange dauern. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Mal, wir haben hier jetzt unsere Axt, damit bauen wir das auch ein bisschen schneller ab. Wir werden das nicht so machen, dass wir alles abbauen und dann nochmal von vorne anfangen. Wir haben das ja von der Struktur oder von der Form her, bin ich ja sehr zufrieden damit. Da bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Wir machen es nämlich so, na gut. Ich kann leider immer nur zwei Blöcke setzen, sozusagen, also in die Höhe setzen. Dann machen wir es kurz so. Machen wir es von oben so schön. Dann können wir nämlich den Rest von unten auch machen. Mr. Creeper, hauen Sie ab. Liegt da? Ach, das ist noch Holz. Das Holz können wir gleich auch nochmal einsammeln. Das eine ist daneben gefallen. So, hier nochmal 61. Moment mal, es ist hier noch ein Creeper. Den habe ich erst gar nicht realisiert, weil er so dunkel ist. Weg mit dem. Der kann hier schon ordentlich nämlich Schaden anrichten. Explodiert er an einen nicht so schönen Ort, dann zum Beispiel an der Ecke hier vorne, dann weiß ich vielleicht nicht, wie ich das vorher gemacht habe. Dann müsste ich in der Aufnahme nochmal nachschauen. So sieht es dann nämlich letztendlich dann nochmal einiges besser aus. So, wo ist jetzt das Holz? Hier ist ein bisschen was gelandet. Creeper-Christbaum-Kugel brauche ich jetzt nicht. Jetpack nochmal kurz in die Hand. Ich wünschte, man könnte das Jetpack irgendwie ausschalten. Das wäre schon geil. Dann bräuchte ich das nicht andauernd ausziehen. So, natürlich könnte man es auch so machen, dass wirklich der unterste Balken quer liegt und darauf dann die anderen Balken. Das ist eine Idee. Das ist eine Idee. Ich weiß nicht. Soll man das so machen? Also nach hinten hin sieht das dann wiederum scheiße aus. Machen wir nicht so. So. Dann kann ich das von hier unten jetzt auch noch präparieren und dann ist schon mal eine Seite so ein bisschen fertig. Nicht komplett fertig, aber schon mal akzeptabel. Dann machen wir in der nächsten Aufnahmesession den Rest. Und dann werden wir auch in der nächsten Aufnahmesession, denke ich mal, schon mal die Spitze anfangen. Spitze des Schiffes. Vorsicht, hier geht's runter. Lol. Das habe ich jetzt nicht mit einberechnet. Geht.
Braucht da mal mein Jetpack mal kurz. Da brauchen wir mal ein bisschen Energie hier. Wir haben ja genügend Energie, also von daher mal ein bisschen Energie hier verbrauchen. So, schnell wieder hier zurück hier. Und jetzt so kurz die Stimme noch ransetzen. Das wird jetzt hier ein bisschen tricky. Okay. Den Rest komme ich ran, oder? So. Hier liegen auch noch mal einige Holzstämme, die will ich erstmal haben. Ja, damit. Unten liegt auch noch was. Das hat mir jetzt keinen Schaden gemacht, dank meinen Stiefeln. Oder generell meiner Nano-Rüstung. Sieht ja trotzdem nicht so schlecht dann aus. So, hier ist es sowieso richtig rum. Was ich das wirklich nicht so realisiert habe. Das, um ehrlich zu sein, das ärgert mich auch, dass ich das nicht realisiert habe. So, wir machen erstmal eine Seite. Bedeutet, wir fangen jetzt hier, machen wir weiter. Da werden wir auch nicht beide Reihen gleichzeitig abbauen, weil dann kann ich erstmal hier das an die andere Reihe dran setzen. Oh, hätte ich jetzt auf meinem Server gebaut. Und irgendwas Lobby-mäßiges oder so gebaut, keine Ahnung, oder was für ein Spielmodus. Hätte ich da einfach mit World Edit arbeiten können. Aber hier leider nicht. Und hätte ich auf City Builder auf Survival auch da gebaut, dann hätte ich das auch nicht im World Edit gemacht. Man, kennt ihr mich ja. Übrigens, es gab ja schon länger ja keine Videos im Server. Liegt daran, dass halt der Server in Wartungsarbeiten für eine Weile ist. Bis August. Genauer Termin wird noch bekannt gegeben. Da umfangreiche Änderungen durchgeführt werden und auch mega geile Updates. Ich habe zum Beispiel für City Build bin ich schon sehr, sehr dolle weit mit den Updates. Also City Build ist momentan am weitesten von der Erneuerung her. Und da habe ich schon so viele geile Sachen reingemacht. Also da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Dementsprechend kann ich halt keine Videos machen. Vielleicht hier und da mal ein MGR-Video wäre noch möglich. Vielleicht kann ich da irgendwie was digital noch machen, bevor ich jetzt in den Urlaub fahre. Oder vielleicht kam inzwischen halt schon was raus. So ein MGR-Video mit Jonas oder so. Weil für Teammitglieder ist der Server erreichbar und bei MGR habe ich momentan noch rein gar nichts gemacht. Achtung, Creeper. Soweit war ich nämlich noch nicht. War nämlich da alles nach und nach. Ich habe mit City Build halt angefangen. Und da bin ich fast fertig. Und dann geht's weiter halt mit den anderen Spielmodi. Es soll ja auch, wenn alles klappt, wird es auch zur Neueröffnung einen neuen Spielmodus mitgeben. Wenn wir auch noch einen releasen. Und ja. Genauere Infos gibt es ja sowieso noch. Also wer jetzt auch mehr daran interessiert ist, ich habe vor ja, ein, zwei Wochen ein Infovideo rausgehauen zum Server. Ein etwas längeres, wo ich wirklich schon mal einiges erklärt habe, warum der Server jetzt offline ist, etc. Also, wer sich dafür interessiert oder generell so sich fragt, was ist denn eigentlich mit dem Server jetzt hier? Der schaut am besten jedes Video mal an, aber ganz genaue Infos gibt es erst später. Aber auch als Info-Video. Werdet ihr am Titel erkennen. So, Creeperkopf brauche ich jetzt hier nicht, auch nicht die Creeperkugel hier. So, wir sind jetzt hier fast durch. Hier, diese Reihe ist das Problem, dass das nur ein Block hoch ist. Bedeutet, das muss ich komplett abreißen. Und dann auch komplett wieder ganz neu hinbauen. Und das wird ein bisschen doof. Genauso wie hier. Oder, ich weiß nicht, vielleicht lassen wir auch diese paar Reihen. Ich weiß es nicht. Hier, darf ich das. Also der Part ist gleich, oder die Aufnahmesession werde ich gleich beenden. Aber das hier will ich nur mal kurz hier fertig machen. Also, jetzt habe ich hier den Fehler gemacht, den ich eigentlich nicht machen wollte.
Das ist jetzt auch egal. Setzen wir mal ein bisschen, komm ich ruhig mal ein. Geht auch kein Haar nach. So. Also bis dorthin. Dann habe ich hier einen runden Abschluss gemacht. Das hier kommt gleich wieder weg. Und das hier wird sowieso später im Meer sein. Ich finde so, als dass das sogar so bleiben sollte. Das auf jeden Fall. Das wird dann bis hierhin. Ich kann ja mal da die Fackel ransetzen. Ich habe nämlich kein Schild dabei, dass ich sagen kann hier bis hierhin als kleine Message für den nächsten Part. Dass ich das mir auch auf jeden Fall merken kann. Und dann sind wir da innerhalb von 5 Minuten im nächsten Part fertig. Und können dann mit der Spitze weitermachen. So wird es auf jeden Fall gemacht. Dann, der Rumpf sieht auf jeden Fall so an sich gut aus. Und die Spitze wird auch nochmal ein bisschen schwieriger, weil das ist nochmal ein Tücken härter. Aber egal. Gut, man sieht sich. Euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Und bye bye.